Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Mass Effect Andromeda. Wir befinden uns auf H047C und hier ist die Kuppel, in der angeblich laut den Informationen von Cid, von Vetras kleiner Schwester, Zivilisten gefangen gehalten werden. I do not detect life in our immediate vicinity. Let's head in, but stay sharp. My sister may have missed something in her investigations. Oh, na, ich glaube schon, dass sie recht hat. Prinzipiell. Aber ein bisschen verdächtig ist das Ganze schon, oder? Wir gucken uns erstmal auf dem Dach um. Oder auch nicht. Vielleicht gehen wir einfach durch die Tür. Ja, bitte. Ja, alles gut. Da bin ich mal gespannt, was es damit auf sich hat. Looks like no one's home. I swear, if Cid sent us on a pointless search, I'm going to drill her shin plates. Oh. Move! Go! Ow. What the hell was that? Did I land on you? Sorry. Ah, Nix. So good to finally meet you. And you brought friends. That's even the Pathfinder, if I'm not mistaken. My bait worked better than expected. The missing settlers. Who are you? Why are you kidnapping innocents? Innocents? They're criminals. You helped them get away from me. You think I'm gonna let that go? Get comfortable. You'll be here a while. Nee. Glaube ich nicht. Case of mistaken identity? I'm just as lost as you are. It's okay, Vetra. You don't have to cover for us. That was Meriwether. She runs a smuggling ring on Kadara. We worked for her. Vetra helped us get out of it. New lives, hiding in the outposts. Oh, okay, cool. So you're helping people. There was no need for all that modesty. It's not modesty. I didn't help anyone. Okay, okay. You didn't help anyone. I'm getting out of here. We've tried. There's no way out. There's always a way out. Das ist die richtige Einstellung. Ryder, you have to believe me. I've no idea what's going on. I'm going to get answers, but first we have to get out of here. Klar, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir unterhalten uns zuerst mit einem Vetra. Erzähl mal, was ist los hier? We need to talk. Yeah, I know. Gut. These people here think I helped them, and somehow Meriwether feels screwed over by it. You sure you don't know anything about what happened here? Ryder, I swear on my sister's life. I don't know what I did to put myself in Meriwether's crosshairs. Okay. How well do you know Meriwether? I've heard of her. A smuggler, not affiliated with either the Outcast or Collective. Never did business with her myself. Kind of a loose cannon from what I've heard. What do you think Meriwether's planning? Looks like she was gunning for me. Use the people she thinks I helped as bait. If you ask me, she's planning to kill me. After a thorough interrogation, of course. Sounds like she wasn't expecting you. Might try to get something out of the Nexus in exchange. Ja, dann sollten wir echt von hier abhauen. We'll talk later. Focus on getting out of here. What I like to hear. So, sehr mysteriös. Okay, gucken wir mal, ob Mr. Galloway hier ein bisschen Licht in die Sache bringt. Vetra seems really agitated. It's making me doubt what really happened. I hope this all gets sorted out soon. Ach, scheint Ex-Militär zu sein, hä? Huh? There was some mention of you being a Nexus exile? Yeah. I'm not proud of it. When we first got here, things were bad.
Real bad. It was all too easy to start scapegoating the Initiative. When the revolt happened, I joined. But things aren't better on Kadara. We're out there on your own. Thanks to Vetra, I got a second chance to do things right. I wish I knew what he was talking about. Okay, cool. Tell me more about Meriwether. She used to be some kind of military surveyor. Now, she's a gang leader and smuggler. Working for her was all right at first. Then, she started doing things we didn't agree with. But you don't just quit working for Meriwether. We needed someone to help hide us. Now, Meriwether's convinced we're scheming against her, or something. Okay. Na, finden wir mal raus, ob Vetra wirklich was damit zu tun hat. You said Vetra helped you. Vielleicht war es auch Sid. Some of us were trying to get off Kadara. She must have heard about it through contacts. She reached out to us, made up assignments at the outposts. That got us free. We didn't meet her in person. Only over comms. Maybe it was never really her. Yeah, thank. Anyway, we thought Meriwether would let us go. We were wrong. Das war bestimmt Sid, die sich einfach Vetras Account geschnappt hat. Na, weil Vetra als Lademeisterin hat sie ja da schon gut Zugriff gehabt. How did Meriwether get a base on this planet? She made friends on Kadara. Some Angarans who told her about this place. It was a mine or something. Got damaged and abandoned. It was perfect for Meriwether. She wanted to strike out on her own, away from Sloan. We put a lot of work into this place. Carved out a niche, doing things even Sloan won't touch. Okay. Do you know what Meriwether plans to do with us? We were always bait for Vetra. Now that Vetra's here, Meriwether has no use for us. And for Vetra, most likely revenge. Meriwether doesn't care for people who meddle in her business. Nothing good in store for anyone, I'm certain. Okay. There'll be time to talk later. Also, ich vermute wirklich, Sid steckt dahinter irgendwie. Schauen uns mal mit unserem... Ah, da gibt's noch eine zweite Etage. Gut. Mit unserem Scanner ein bisschen um. Und stellen fest... super uninteressant hier oben. Galloways Tagebuch. Im Prodromos ist nicht wirklich das, was die Initiative in den Prospekten versprochen hat, aber es kommt schon hin. Mit genügend Hoffnung und einem trüben Blick kann man es schon erkennen. Die Hilfsarbeiten sind ermüdend, aber immer noch besser, als für Sloan Waffen und Drogen zu verschieben. Ich hätte mich nie dem Aufstand anschließen sollen. Zweite Chancen sind unbezahlbar. Ja, in der Tat. Ich wusste, Meriwether was going to find us. I knew it. Ja, ganz easy bleiben. Wird schon funktionieren. Ja, Vetra, meinst du, Sid hat was damit zu tun? Ah, da haben wir doch was. Eine durchlässige Wand oder sowas, ne? Oder eine verriegelte Tür. Door controls are not accessible from here, Pathfinder. There has to be a way out. I can open the doors from my end, but they're powered down. We need to get them going again. Your end? Who are you? I don't like the sound of this, Ryder. Just get those doors some power! Okay. Soll ich drauf schießen oder was? Ah, da. Ein Generator, wie praktisch. It appears functional. No way to know until we try. Ein Rowan Works Generator der Serie 42, der meist als Arbeitsziel beschrieben wird. Unelegant, aber zuverlässig, der Generator ist momentan nicht in Betrieb. Ja, bis wir hier auf diesen Knopf drücken. Now we just have to get this power flowing to that door. Okay, wie machen wir das? Da oben, alles klar. That cable's not going to get power to that door. Leider beschädigt. Wie ist mit dem hier? Might connect the door to the generator. Na dann. Nehmen wir doch mal mit. Ja, super schwieriges Puzzle hier.
Wow. And there you go. Eine geöffnete Tür. Hervorragend. Gegner? Erstmal nicht. Oh crud. Hacking the door tripped a silent alarm. If the guards see Galloway and the others, they're dead. We gotta hide them. The storage room. Everyone, in here. Was ist das? Bewegung. Hopp, 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 hopp. Und nicht den ganzen Tag Zeit. Was ist da? Rein. Beweg dich. So. Erstmal gucken wir uns hier draußen noch ein bisschen um, oder? Lieber nicht. Doch. So, hier haben wir noch eine Tür. Oh. Oh, oh, oh. Das war keine gute Idee. Nein! Runtergefallen. Jetzt die Tür zu. Oh shit. Das habe ich ja clever gemacht. The security here is intense! What on earth is Meriwether paying them? Okay, das war also nicht so clever von mir. Läuft da hinten noch einer? Ja. Achso, das ist hier. Ups, einer von den beiden, die ich schon mal angeschossen habe. Können wir da durchschießen? Ja, wir können. That took care of it. We should check that the colonists are okay. Ja, denen geht's gut. Ich bin mir ganz sicher, hier gibt es ein Terminal. Ja, hätte ich mal nicht so. Ich habe den Alarm auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Sofort. Is everyone okay? Sedera, Nix, you've been pretending to be me, haven't you? How did you. Think I don't recognize my own tricks? And stop using my voice. Sorry, it was just easier to get things done when people thought I was you. You know, because you have contacts and stuff. Sid. So you didn't help us, just like you said. It was... Yeah, my kid's sister. Ja, ziemlich cool, aber... Give your sister some credit, Vetra. This wasn't exactly easy to pull off. Ryder, don't encourage her. Sid, I know you're in the facility somewhere. Get back in your shuttle and return to the Nexus. But I can help you get everyone out of here. You hacked a door without checking for safeguards. That's help we don't need. So walk me through it. I got eyes on the base. Ryder? Sehen Sie mich nicht an? Ja, doch, hey, komm. If she can tell us what we're up against, that'll be a big help. See? Fine, but she has to follow my instructions. Can you do that, Sid? Yes, Vetra. We'll stay put and follow you when it's safe. Don't want to get caught in the crossfire. The sooner we get going, the better. Sid'll alert us if anything's headed our way. Head down the corridor, through the mess hall. That's quickest. Before we go farther, are you in a safe spot? Yeah, I'm tapped into their system from outside. Shuttle's well hidden. Trust me, I know what I'm doing. Ja, hoffentlich. okay. Ja, da merkt man, wer hier mit wem verwandt ist. Ziemlich coole Aktion auf jeden Fall von ihr. So, kommt mal, Leute. Wir gehen hier. Ja, coole Aktion. Die Story gefällt mir hier an der Stelle. Ist eine coole Quest. Did you know your sister was messing about impersonating you? Do you think I would have let her if I knew? Nee. This explains a bunch of the strange reactions I've gotten from some of my associates. Shit, I have no idea what else she's done in my name. Ah, was haben wir denn hier? Das gleiche Magazin für die Pistole zerlegen. Also, hier können wir uns ein bisschen Lebensenergie zurückholen. Und das Datenpad gucken wir uns auch an. Vorlage Privatbrief, informell Entwurf 19 gespeichert, okay. Lieber Jeff, wie geht es dir? Wie geht es Grace? Hat die Nexus die Regeln darüber gelockert, wen sie aus dem Kälteschlaf holen? Ich weiß, du fühlst dich verloren, wenn sie nicht bei dir ist.
Erinnerst du dich am Mutters 60. Du hast ununterbrochen geredet. Schrecklich. Zu rührselig? Wenn seine Frau noch nicht draußen ist, macht ihn das nur traurig. Hey Bruder, wie läuft's? Kadara hat sich als Scheißplanet entpuppt und wow, nein. Ich habe Kadara verlassen. Meriwether, erinnerst du dich? Sie gehörte zur Nexus-Sicherheit oder so. Versucht es jetzt allein und ich gehöre zu ihrer Crew. Erst verlasse ich die Nexus und nun Kadara. Ich weiß nicht, wann ich endlich einen Ort finden werde, der sich richtig anfühlt. Der hier wird's wahrscheinlich nicht sein. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Jason. Oh, ich hoffe, ich habe Jason gerade nicht erschossen. Ich meine, die Leute hier sind, glaube ich, alle ganz nett, oder? Nur halt irgendwie. Sid, can you see the colonists? Yes, they're playing it safe, keeping the corners. I'll keep an eye on them, promise. Ja, cool. Überwachungsaufnahmen, ja, gucken wir doch mal drauf. Sid, we're going to need you to hack into systems to cause a disruption. Right. Only one. Get in and get out. Too much messing around and they'll track you down. Looks like today's gourmet choice is a sawdust and paste. I can send a surge of power to that generator. The electrical discharge from that could take out some of them. Heard we caught as a pathfinder. That'll be a pretty ransom. If we don't get our brains plastered on the walls. That's not likely, is it? What's Meriwether up to today? Anyone know? Ist irgendwie Zoom oder so? Irgendwie nicht, ne? Na gut. Ryder? Die Werkstatt öffne. Was bringt das? Weiß nicht. Ich probiere noch mal, mich umzusehen. I need to examine the feed a bit more. Vielleicht bekomme ich dann irgendwas. Wertvolle Ersatzteile. Oh ja, lass das mal aufmachen. Wertvolle Ersatzteile. Da habe ich voll Bock drauf. Let's get into that workshop. I need to see what's in there. If you say so. So. Und ich denke, beim nächsten Mal werden wir dann durch diese wunderbare Tür gehen. Und ein paar Schmugglern oder whatever in den Arsch treten. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und zum Mädels. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.